Als Vorsitzender des Jagdverbandes wurde ich damit betraut, die Ballsaison zu eröffnen. Und wie in jedem Jahr, so auch diesmal mit einem Jägerball. Ich wünsche den lieben Gästen einen vergnüglichen Abend. Und allen Männern möchte ich im übertragenen Sinne ein kräftiges Weidmannsheil zurufen. Leere mein Glas auf das Gelingen dieser Jagd. Ich weiß, es ist immer schwer, den Anfang zu machen. Und darum erlauben Sie mir, diese Barriere zu überwinden. Und eine Dame um den ersten Walzer zu bitten. Eine Dame, die ich sehr schätze und verehre. Die Gattin unseres lieben Gastes, des Vorsitzenden des Kreisbüros der Kommunistischen Partei, Frau Tschischkow. Darf ich bitten? Erlauben Sie, Herr Vorsitzender? Mögen die in Prag sich streiten, da geht's um hohe Politik. Aber hier bei uns, die paar Kommunisten, was soll's, die Reichen kommen für eine Skatrunde. Ich bin für Vernunft und Toleranz. Musikanten, zeigt mal, was ihr könnt. Den Jagdwalzer. Und jetzt alle. Na los, alle mitmachen. Jednou až odtroubí k poslední leči, jednou až rozloučím se s přáteli. Vzpomeňte si na mě zelený kleči a zahrát dejte tu naši chceteli. Werde ich dir nie vergessen. Mit so einer. Alles bloß Taktik, mein Schätzchen. Man kann Feinde am schnellsten wehrlos machen, wenn man sie einwickelt. Pardon. Meinst du? Kommen Sie bitte, Herr Stabskapitän. Čas žití proletí, jak hledač noru. A proto si dnes zapějme veselé. Písničku milenou, písničku zelenou. Když jsem já chodíval cestičkou lepenou. Cestičkou lepenou z barevných kamínků. A v srdci nocíval na tebe vzpomínku. Lásko má. Bist ein feiner Vater, da lachst du noch. Aber Junge, ist das vielleicht ein Grund zum Weinen? Da trink, spiel's runter. Elena, Prokterou, badal jsem na mladý kolena.
badassem. Globocek smekassem. Gieß noch mal ein. Aber gern. Na? Was ist denn? Globocek smekassem. Jedwitschko, jedlowo rani. Kapelle, aufhören! Aufhören! Eine Extrarunde für die Polizei! Ein Solo für dieses wunderbare Paar dort! Geht auf meine Rechnung! Jedno sem šel z rana bílýho. Myslel jsem, že vidím hajnýho. Potichu jsem došel ze zadu, abych nevyplašil návnadu. Byla to jak rána palicí, když otočil ke mně svojí čepici. On to nebyl hajný ani fajn, byl to zatracenej policajt. On to nebyl hajný ani fost. Nein, prügelt euch nicht, nein! Augenblick mal. Misch dich nicht. Lasst mich durch. Macht doch mal Platz, Leute. Zum Teufel, ihr zwei Kampfhähne. Hört doch auf. Was soll denn der Quatsch? Los, komm schon. Ist doch Blödsinn, sich mit dem Genossen zu prügeln. War direkt ein Glück, dass du gerade gekommen bist. Wer hat dich geschickt? Der Neue. Was denn, ist der schon da? Ja, Vidrate vom Abendzug mitgebracht und gleich ging's drunter und drüber. Scharfer, was? Er will meinen Funkerkram rausschmeißen, weil er nicht aufs Zimmer gehört. In dem Saustall wird er Ordnung schaffen, sagt er. Da werden wir noch unser blaues Wunder erleben. Aus ist es mit der Ruhe. Naja, guck mal, wie du aussiehst. Zum Rapport, los. Naja. Also was glauben Sie überhaupt, wo Sie sich befinden, meine Herren? Das hier ist eine Kreisdienststelle und kein Taubenschlag. Lesen Sie denn keine Zeitung? Bringen Sie sich in Ordnung, Mann. Die Republik befindet sich in einer Krise, im Innenministerium, im Ministerrat jagt eine Sitzung die andere und Sie faulenzen oder gehen tanzen. Hören Sie, meine Herren, mit dieser Idylle ist jetzt Schluss. Verstanden? Ich bin eigentlich seit einer Woche in Pension, Herr Oberleutnant. Ich habe nur auf Ablösung gewartet. Ich wollte Ihnen auch keinen Vorwurf machen. Wer vertritt Sie hier? Ja, also Stabswachtmeister Semmern, absolut präzise und zuverlässig. Aha. Stabswachtmeister Semmann. Sehr erfreut. Über Sie habe ich Außergewöhnliches gehört, Semmann. Diese Aktion mit den Rubinkreuzen, also, das war eine sehr gute Arbeit. Bravo. Bravo. Und wo war der präzise Herr Stabswachtmeister heute? Heute Nacht? Auf dem Ball, was? Ich habe heute dienstfrei, Oberleutnant Blacher. Ein verantwortungsvoller Polizist hat nie dienstfrei. Nicht bei mir! Es war keine Alarmbereitschaft, Herr Oberleutnant. Bisher war es vollkommen ruhig. Aha. Und was glauben Sie, ist das hier? Ich, Verzeihung, Herr Oberleutnant. Ja, ja, schon gut. Bemühen Sie sich nicht, Semmern. Was lag auf Ihrem Schreibtisch? Aber Sie waren in der Zwischenzeit auf einem Ball. Dann werde ich Ihnen mal sagen, was das ist. Eine Großfahndung nach einem gefährlichen Kriegsverbrecher, der gestern aus dem Gefängnis geflohen ist. Ich habe mir selbstverständlich seine Beschreibung durchgelesen, Semmern, verstehen Sie? Und dabei fiel mir ein, dass so ein verdächtiges Element mit mir aus dem Zug gestiegen ist. Nehmen Sie ab. Und wie erklären Sie sich, dass Sie davon nichts wissen? So etwas darf überhaupt nicht passieren! Ich höre. Eine Fahndung von so eminenter Wichtigkeit. Und wohin, glauben Sie, wird sich dieser Flüchtling wohl wenden? Zur Grenze. Und wo sind wir? An der Grenze. Jawohl. Ende. Melde, Herr Oberleutnant. Die Patrouille hat eine verdächtige Person auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes entdeckt. Bei Anruf floh der Unbekannte in Richtung Wald.
Also bitte. Da haben wir's ja. Alarm! Jämmerliche Pfuscherei. Sowas macht kein Profi. Eher ein Saboteur. Was ist das eigentlich für ein Schuppen? Oh, hier war früher der Segelfliegerclub. Eine Kommission hat den Flugplatz gesperrt. Angeblich gibt es hier gefährliche Aufwinde. Eine Motormaschine könnte aber hier landen. Ohne weiteres. Nach dem Krieg ist hier sogar eine Dakota gelandet. Na bitte. Und was haben Sie veranlasst, dass sowas nicht nochmal passiert? Ich kann mich nur über Sie wundern. Herrgott, Vidra, begreifen Sie doch die Situation. Das Wachsamkeit erstes Gebot. Mir nach in den Wald! Was stehen Sie hier noch rum zum Teufel? Sie werden sich zu verantworten haben. Ich. Na bitte, Semmern! Semmern! Das ist doch nicht verflucht nochmal. Du hast dem Zucker eine andere Visage. Nehmen Sie ihn in die Mangel. Sie haben ihn gefasst. Na, geh schon. Und nimm die Hände hoch. Na, wird's bald. Na, endlich kommen Sie auch angetrottet. Übernehmen Sie das Kommando wieder. Es wird höchste Eisenbahn, dass ich mich dem Vorsitzenden des Nationalausschusses vorstelle. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Auf Befehl des Innenministeriums bin ich in Ihre Gemeinde beordert worden und habe das hiesige Polizeirevier übernommen. Ah. Oberleutnant Pavel Blach. Wunderbar, wunderbar. Dann heiße ich Sie bei uns herzlich willkommen, danke. Oberleutnant. Bei uns wird es Ihnen gefallen. Eine schöne Gegend. Berge, ja. Seen, Wälder. Na, manchmal ein bisschen unruhig. Sie wissen ja die Grenze. Was ist denn das vorhin für eine Schießerei gewesen? Och, nichts. Das war nur sowas wie eine Fuchsjagd. Sie lieben die Jagd? Oh ja, sehr. Darf ich Sie bekannt machen? Das ist meine Frau. Sehr erfreut. Blah. Ingenieur Schadek, Eigentümer der hiesigen Waffenfabrik. Und seine liebenswürdige Gattin. Darf ich einen unbescheidenen Wunsch äußern? Bitte? Schenken Sie mir einen Tanz sozusagen als Begrüßung in diesem Ort. Es wäre ein schöner Anfang. Herr Ingenieur, gestatten Sie? Selbstverständlich, warum soll ich dagegen sein? Meine Herren, das spricht für sich. Wir müssen uns schämen. Solche Verdienste hat kein einziger aus unserer Mitte aufzuweisen. Würden Sie an unserem Tisch Platz nehmen, Herr Oberleutnant? Sehr gern. Stabskapitän Krischteck. Erzählen Sie uns doch etwas von sich, Herr Oberleutnant. Ich fürchte, Sie werden enttäuscht sein, gnädige Frau. Ich bin nur ein ganz einfacher Soldat. Warum sind Sie geflohen? Wer sind Sie? Warum haben Sie geschossen? Himmel, Donnerwetter, so reden Sie doch endlich! Jednou až otroubí k poslední leči. Poslední leči. Jednou až rozloučím se s přáteli. S přáteli. Vzpomeňte si na mě. Vzpomeňte si na mě. Zelený kleči. 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 Zelený kleči.
ich kann Ihnen sagen, dieser Ball ist der schönste Ball in meinem Leben und vielleicht mein letzter, möglicherweise. Und darum wollen wir diese Nacht Spaß haben und durchmachen, so lange, bis es heller Tag ist. Mein lieber Freund, wer das nicht versteht und hier nicht mithält, der ist was? Puh, ein Scheißkerl! Bra, 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 bra. Erlauben Sie, Herr Stabskapitän, ich habe irgendwie den Eindruck, Sie sind total außer Form. Darf ich bitten? Dass Ihre Freundin den wegwirft, was ist der denn? Polizist, nichts weiter. Nur mal ganz ruhig, Kamerad, hör mal. Der Bursche da drüben. Weißt du, wieso der hier ist? Die Roten in Prag, weißt du, haben 7 von unseren Leuten entlassen. Und warum? Die passt ihnen einfach nicht in ihren Kram. Vielleicht ist da einer von denen. Ja, das ist ein Weiberheld, nichts weiter. Wissen Sie, wie mir zumut ist? Genau wie mir. Herrlich. Ich bin traurig. Warum? Fühlen Sie sich bei mir nicht wohl? Im Gegenteil. Erinnerung. An jemanden? Eher an etwas. Das verstehe ich nicht. In Schottland haben wir uns auch mit einem Walzer verabschiedet, bevor wir zum Einsatz gestartet sind. Manche in den Tod für Europa. Sie waren während des Krieges in England? Als Instrukteur für Kommandoeinsätze. Warum machen Sie jetzt das da? Weil dieser Krieg für mich irgendwie noch nicht beendet ist. Ich kann nicht aufhören. Ich habe mich zu sehr daran gewöhnt. Ich brauche Gefahr, Spannung, die großen Gefühle. Was ist für viele wie eine Droge? Sonst geht man kaputt. Einige von uns sind deswegen in die Fremdenlegion gegangen. Und manche, die saufen. Und ich mache eben das hier. Sie sind wirklich merkwürdig. Zählen Sie mal raus. Es dämmert. Also noch einmal. Und zum letzten Mal. Wer sind Sie? Warum haben Sie geschossen? Wer gab Ihnen die Waffe? Kruzifix, Herrgott! Ich bitte dich, Loisa, übernimm ihn. Mach du weiter. Ich halt's nicht mal aus. Augenblick, Sermon. Was passiert da drin? Oh, nichts. Nichts, was dich interessieren könnte. Nichts von Bedeutung. Ach, wen wolltest du eigentlich sprechen? Etwas Sämmern? Wieso Sämmern? Naja, ich meinte nur so. Ich will zu Loisa Bartik. Krzysz will eine Beratung der Kreisleitung abhalten. Heute noch. Tut mir leid. Aber im Moment kann ich da nicht stören. Sie packen schon? Ja, und jetzt auf einmal fällt es mir schwer. Warum? Sie haben sich doch so gefreut, dass Sie endlich mal genug Zeit für Ihre Kaninchen haben werden. Mhm. Ja, bloß jetzt. Guck mal, Mädchen. So habe ich mal ausgesehen, als ich 30 war.
Damals waren wir noch Gendarmerie. Strammer Bursche. Himmelswillen. War da einer geschlagen? Wir haben vorhin im Wald einen gestellt, der über die Grenze wollte. Er ist drin. Der Neue verhört ihn gerade. Ich werde ihn mal lieber doch rausholen. Wer hat dich versteckt? Na los, spucke schon aus. Er hat dir den Weg zur Grenze gezeigt. Los! Rede! Mit dieser Kanone schieße ich dir Ohren, Nase und ein Stück von deinem blöden Gesicht weg, wenn du nicht das Maul aufmachst. Ich zähle jetzt bis drei. Also sprich. Eins, zwei, du bist doch nicht am Ende stumm. Na. Sie haben schwache Nerven, Seemann. Wenn Sie das nicht aushalten, müssen Sie rausgehen. Nein. Ich habe etwas gegen diese Methoden. Und warum? Weil ich das schon einmal erlebt habe. Im Konzentrationslager. Mir scheint, dass wir über unsere persönlichen Erlebnisse zu wenig wissen. Entschuldigen Sie. Du Stonschweine! Ihr Saugkerle! Blödmann. Mein Name ist Hans Jäger. Ich war Blockaufseher in Theresienstadt, Mitglied der SS. Ich will sprechen. Kommissar. Führen Sie ihn ab, Seemann. Aber er will aussagen, Herr Oberleutnant. Er ist jetzt weich geworden. Er wird singen, wann wir wollen. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Die gegenwärtige ernste Lage macht es nötig, sämtliche Werktätigen, Arbeiter und Intelligenz, sämtliche Tschechen und Slowaken mit allen Kräften darauf vorzubereiten, die umstürzlerischen Machenschaften der Reaktion im Keim zu ersticken. Dies erfordern die Interessen des Fortschritts. Jetzt werden die in Prag schön schwitzen. Das gilt nicht nur für Prag, Josef, auch für uns. Das geht jeden an. Hier werden wir damit fertig, Busch. Das ist eine rote Gegend. Aber auf den Vorsitzenden des Nationalausschusses, Wajek Brunslik, können wir uns nicht verlassen. Es war ein Fehler, Genossen, ausgerechnet diese Funktion einem Sozialdemokraten zu geben. Ich spreche mit seiner Boschka, die arbeitet neben meiner Maschine. Einverstanden. Und dann haben wir noch den Herrn Stabskapitän Krischtek mit seinem Verteidigungsverein. Und außerdem den Ingenieur Czadek. Seine Fabrik für Jagdwaffen ist für alle äußerst interessant. Schon richtig, aber an dieser Fabrik arbeiten wir. Und Czadek wird es sich nicht ein, sondern zehnmal überlegen, bevor er sich mit uns anlegt. Du hast doch gesehen, sogar auf dem Ball ist er zu Kreuze gekrochen. Du meinst wohl eher zu Christoph. Also was soll denn das? Ich habe schon darauf gewartet, dass du auch ein Wort sagst. Am Schluss der Versammlung behandeln wir das parteischädigende Verhalten des Genossen Mutl, dessen Rüpelhaftigkeit auf dem Ball uns sehr geschadet hat. Wieso?
Darf man nicht mal mit einem Kerl, der ihm die Pippi abspenstig machen will, eine knallen? Wie war das eben? Ich meine das Mädchen. Darf man nicht. Besonders nicht, wenn man Mitglied der Kreisleitung ist und der Kerl ein Kommunist. Und Semmern ist Kommunist. Wenn ich du wäre, würde ich mich nicht so aufspielen. Da kommt ja noch allerhand auf mich zu. Weil dieser Quatsch, den du in der Öffentlichkeit begangen hast, gerade jetzt, speziell in dieser Situation, doppelt schwer wiegt. Da hast du's. Wir müssen erreichen, dass die zuverlässigen Polizisten alle auf unserer Seite stehen. Wie kannst du überhaupt daran zweifeln, Genosse Tschisch? Haben wir euch jemals im Stich gelassen? Na, Moment, natürlich nicht. Ich weiß ja, dass du auf dich Verlass ist. Und auf Seemann genauso. Aber ihr habt doch seit heute einen neuen Vorgesetzten. Wie ist der eigentlich? Ziemlich hart. Ah. Und was weiter? Wie soll man's sagen? Er ist brutal, ein eiskalter Typ. Und er ist schlau. Er kommt direkt aus Prag. Wir fragen uns, warum sie ihn ausgerechnet zu uns geschickt haben. Ja, und dann? Karel Mutl. Dem haben sie wegen der Schlägerei mit dir ein Ding verpasst. Eine Rüge. Tatsache? Du verflixt, das tut mir leid. Der kann vom Glück sagen, dass du dazwischen kamst. Sonst hätte ich ihm noch den Hintern versohlt. Verdient hat er es, weiß Gott. Für den ist Blanka viel zu schade. Naja. Wir haben uns übrigens in der Sitzung auch über Blau unterhalten. Hat man dich darum hinzitiert? Ach, Ivo, da ging es um was viel Ernsteres. Du liest doch die Zeitung, ne? Aber ja, ich weiß. Die Minister der Rechten wollen zurücktreten. Sie drohen mit Demissionen. Weißt du, wenn mein Vater noch lebte, der würde sagen, keine Bange, Junge, Gottwald macht das schon. Ja. Sie wollten unseren Eindruck wissen. Über Blaha. Und, was hast du ihnen gesagt? Naja, dass er so ein... Nicht? Ich kann mir nicht helfen, Läuser. Ich werd mit ihm nicht warm. Ehrlich gesagt, mir ist er irgendwie unheimlich. Seine Methoden sind einfach nicht unsere. Wer weiß, warum er hier ist. Dass du immer mit dem Kram herumfummeln musst, leg dich lieber hin und ruh dich aus. Wir haben Bereitschaft, wenn wirklich was sein sollte, kriegst du einen aufs Dach. Bleib ruhig, Junge. Du hast ja überhaupt keine Ahnung, wie schön spannend das ist. Jetzt, mitten in der Nacht, kann ich hören, welche Schiffe gerade im Pazifik kreuzen und die Funksignale von Flugzeugen. Man hört die ganze Welt. Hansa? Hansa, komm mal her. Na, komm schon. Was ist denn? Hier, nimm mal. Hörst du es? Mhm. Der war gestern noch nicht da. Das muss ein neuer Sender sein. Ganz nah. Verflixt, das ist ein Schwarzsender. Das ist also mein Königreich, Herr Oberleutnant. Sozusagen ein Fuchsbau. Und wissen Sie, wem noch bis vor 3 Jahren dieses kleine Schmuckstück gehört hat? Hermann Göring, er kam hier immer zur Fuchsjagd. Was redest du denn für Unsinn? Oberleutnant Blaha ist kein Likörvertreter, dem du mit solcher Aufschneiderei imponieren kannst. Der Fuchsbau ist der Besitz des damaligen Gauleiters gewesen. Trotzdem, drinnen ist es sehr gemütlich. Gehen wir hinein? Mir ist kalt. Kommen Sie weiter, Herr Oberleutnant. Liegen Sie hier, bitte hier. Keine Bange, Sie werden sich wie zu Hause. Das will ich hoffen. Danke, Ingenieur. Vielen Dank für die Frau. Ach, Entschuldigung. Hier ist es noch kalt, wir mussten lüften. Der Kamin qualmt beim Anheizen immer etwas. Aber es wird gleich warm werden. Gefällt es Ihnen bei uns? Richard, hol noch ein paar Scheite, damit wir ein richtig schönes Feuer bekommen.
Ja, ja, so kann man das Leben aushalten. Marke Sauer, wenn ich mich nicht irre. Zweimal Schrot, einmal Kugellauf. Mit Zielfernrohr. Eine hervorragende Waffe. Also jetzt haben Sie mir imponiert. Fast jeder Besucher greift nämlich zuerst nach dieser mit Gold ausgelegten Lancaster. Bildschön. Aber nur was fürs Auge. Wenn ich in den Wald gehen würde, dann nur mit dieser Mauser. Streut sie auch nicht? Fabelhaft. Sie haben nicht nur ein gutes Gewehr, sondern Sie treffen auch. Würden Sie sich das auch zutrauen, Oberleutnant Blah? Ja. Kompliment, Oberleutnant. Von Ihnen möchte ich nicht aufs Korn genommen werden. Großartig. Ich gratuliere. Auf Sie schießen? Wie können Sie so etwas nur sagen, Frau Inka? Meinen Sie wirklich? Und was wäre, wenn Sie den Befehl dazu erhalten? Uns wird man ohnehin bald enteignen. Dieser Fuchsbau hier. Die Villa. Die Fabrik. Das wird alles nicht mehr lange dauern. Lass das doch bitte. Der Herr Oberleutnant hat jetzt andere Sachen im Kopf als solche Dinge. Ach, sagen Sie, was geht da überhaupt jetzt in Prag vor? Wie glauben Sie, wird sich die Lage entwickeln? Und dieser Zwischenfall vor ein paar Tagen im Innenministerium, was ist daran wahr? Wissen Sie, Herr Czadek, die Polizei hat ausschließlich die Aufgabe, die Gesetze zu schützen. Ob nun Gottwald die Macht hat oder wer immer. Und wie überall wird auch das Brot, das wir hier essen, zwei Kanten haben. Was soll's? Fuchsbau nennen Sie das Haus. Gibt es denn hier in der Gegend eigentlich noch Füchse? Kommen Sie doch mit zur Jagd, dann sehen Sie selbst. Da wäre nur noch eine Kleinigkeit. Die Zukunft dieses Staates. Damit steht und fällt unser beider Existenz. Darüber müssen Sie sich klar sein. Ich weiß, was mich erwartet. Und Sie? Was darf ich Ihnen anbieten? Cognac, Gin, Whisky, Wodka? Borowitschka, einen ganz gewöhnlichen tschechischen Borowitschka. Für mich auch. Na nun. Das ist das passende Getränk, wenn erst das Volk regiert. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ich hole ein paar Scheite Holz. Wissen Sie, was mich an Ihnen fasziniert? Wie kann ich das wissen? Fraulichkeit? Zärtlichkeit. Charme? Nein. Die Sachlichkeit. Die zielbewusste, berechnende, kaltblütige Sachlichkeit, mit der Sie mich zu provozieren versuchen. Erfolglos, wie es aussieht. Je nachdem, worauf Sie hinaus wollen. Wenn es Ihnen um Politik geht, dann wäre es tatsächlich erfolglos. Ich habe meine Ansichten und Prinzipien, aber über die werden wir doch nicht reden. Na gut, reden wir über das andere. Haben wir denn dafür ein wenig Zeit? Viel kaum. Er kann jeden Augenblick zurückkommen. Warum, glauben Sie, habe ich ihn hinausgeschickt? Können Sie sich das nicht denken? Nein.
Morgen um 10. Er muss morgen früh nach Pilsen, kommt er spät in der Nacht zurück. Warte hier auf mich. Du verstehst also, was ich wollte. Die Zeit. Ich freue mich auf die Zeit, die wir vor uns haben. So, das wird vorläufig reichen, denke ich. Nebenan ist auch noch Vorrat für 2 Tage. Ach, das ist aber wenig. Wenig? Na, du wirst dich noch gern hier verkriechen. Man weiß nie, was kommt. Habe ich nicht recht, Herr Oberleutnant? Herr Oberleutnant, 2 Mitglieder des Reviers in Bereitschaft. Stabswachtmeister Seemann und Polizeianwärter Bartik. Schon gut, lassen Sie das, Seemann, rühren. Aus Prag ist nichts gekommen, keine Instruktion? Bisher nicht. Also gut, fangen wir wieder mit dem Quatsch an. Führen Sie den festgenommenen SS-Mann vor, Seemann. Stehen Sie bequem, Bartik. Und machen Sie weiter. Glauben Sie immer noch an diesen Blödsinn, dass da irgendwo ein Schwarzsender ist? Das ist kein Blödsinn, Herr Oberleutnant. Ich habe ihn wirklich gehört. Er sendet unter einer Chiffre. Dann nützt es uns sowieso einen Schmarrn. Ja, aber... Naja, schon gut. Wenn Sie wollen, dann nehmen Sie es auf. Ich sehe es mir dann später an. Um Himmels Willen, Herr Oberleutnant. Was gibt's denn? Der Gefangene, er hat sich aufgehängt. Aufgehängt? Womit denn, Mann? Mit einem Handtuch. Gott, noch mal. Konntet ihr zwei denn nicht aufpassen? Schöne Bescherung. Na Mahlzeit. Das wird ein Fest. Wieso? Was können wir denn dafür? Das Handtuch hat er ihm doch selber gegeben. Ich dachte, ich kann ihn noch retten. Aber es war schon zu spät. Rufen Sie den Arzt und machen Sie ein Protokoll. Sauerei, dieser Mist auch noch. Das gibt einen Anschiss von oben. Und Sie versuchen sich inzwischen als Meisterfunker hier, ja? Aber Ihren Dienst versehen Sie so, dass ich Sie dafür einsperren sollte. Den einen wie den anderen. Sie sind schon wieder aus Pilsen zurück. Ich dachte, Sie kämen erst heute Nacht. Was ist los? Wo ist Ihre Frau? Ich habe jetzt andere Sorgen. Wissen Sie nicht, dass in Prag der Teufel los ist? Na, gucken Sie nicht so blöd, kommen Sie schon mit ins Haus. Brunslik wartet drin, er hat mich aus Pilsen zurückgerufen. Was? Das ist entsetzlich, meine Herren. Wie schön haben wir hier gelebt. So ruhig und zufrieden. Wie eine Familie. Und jetzt? Zentrale hier, Czarek. Fräulein, bin ich aus Prag verlangt worden. Was ist? Ich war nämlich nicht zu Hause. Ja, das, danke. Das wäre Quatsch, Herr Gottwald, kann sich nicht halten. Und jetzt? Was soll jetzt werden? Was? Das wollen wir gleich sehen. Wie? Die bekommen ein paar aufs Maul, ehe sie sich zusammenrotten und sich organisieren. Wollen Sie einen Bürgerkrieg heraufbeschwören? Ist es nicht schrecklich, wenn aus politischen Motiven Blut fließt, Herr Stabskapitän? Jedenfalls besser als die Roten. Jeder wird sich entscheiden müssen, auf welcher Seite er schießen will. Schießen? Na, selbstverständlich. Ich muss zum Nationalausschuss. Na, begreifen Sie doch. In so einer schwerwiegenden Situation, wer weiß, was da vorgeht. Fragt sich, ob Sie da noch reinkommen. Wissen Sie, was sich Gottwald ausgedacht hat? Aktionsausschüsse, meine Herren. Wie viele komplette Gewehre haben Sie auf Lager? 400 exportfertig, mit Munition. Was wollen Sie tun? Ich mobilisiere den Verteidigungsverein, die Reserveoffiziere und rufe den Sokol zusammen. 400 Gewehre für den Kreis. Das müsste für den Anfang reichen, denn da drüben an der Grenze stehen 2 amerikanische Divisionen. Also, was ist? Geben Sie mir Ihre Gewehre, Czarek. Jawohl. Rufen Sie Ihre Leute zusammen, besorgen Sie den Lastwagen, ich öffne das Lager. Ich habe nichts gehört, meine Herren. Bitte. Ich habe nichts gehört. Verzeihung. Als Vorsitzender des örtlichen Nationalausschusses habe ich hier nichts verloren. Na, bloß gut, dass er weg ist. Der Kerl stinkt ja förmlich vor Angst. Ah.
Ja, Czadek? Ja, danke. Ein Anruf aus Prag, Ministerium für Justiz. Haben Sie dort jemanden? Habe ich. Dirtina. Das ist eine entscheidende Begegnung, Stabskapitän. Die Würfel sind gefallen. Wir müssen einen Beschluss fassen und irgendwas unternehmen. So kommen wir nicht zu einem Kompromiss. Wir haben 135 Parteilos. Also hört ihr alles zusammen auf die Sympathisanten aus der Fabrik und gebt mir dann die Summe. Ich hab's ja gewusst. Und jetzt bitte schon Ruhe, Genossen. Ohne Disziplin kommen wir keinen Schritt weiter. Also, das wäre geklärt. Ich schlage vor, wir bilden Ordnungsgruppen. Immer zwei Mann, die zusammen auf Patrouille gehen. Und zwar bei Tag und bei Nacht. Es gehen immer ein Angehöriger der Polizei und ein Genosse unserer Parteiorganisation. Wir besetzen alle Betriebe und Fabriken, die wichtig sind. Und dort stellen wir dann Gruppen der Volksmiliz auf. Und wer gibt uns Waffen, Borisch? Waffen? Natürlich die Partei, wenn es sein muss. Naja, dann wirst du uns als Kreissekretär auch sagen können, woher? Du fragst wirklich wie ein Kind, Karel. Woher sollen wir sie bekommen? Selbstverständlich von uns, ja, aus Schadeks Fabrik. Das schaffen wir. Aber wer stellt sie denn her? Ist hier. Doch los. Das ist die Idee. Willst du mit mir zusammen auf Patrouille gehen, Blanka? Sei nicht böse, Hansa. Ich gehe mit Karel. Wir haben uns nämlich schon lange, weißt du? Mhm. Warum ist denn hier zu? Mach das Tor auf. Wir müssen rein. Wir haben keine Zeit. Nein, Herr Ingenieur. Haben Sie den Verstand verloren, Mensch? Die Fabrik gehört mir, das dürfte ich... Es war Ihre, bis gestern. Wieso war? Wem gehört sie jetzt? Uns, den Arbeitern. Was reden Sie überhaupt so lange mit ihm, Herr Ingenieur? Wir machen selber das Tor auf. Los, runter! Vorwärts, vorwärts! Einen Moment, warten Sie, Herr Stabskapitän. Nur keine Gewalt, das regeln wir offiziell. Ich hole den Vorsitzenden des Nationalausschusses und ich werde mich an den Herrn Oberleutnant Blaha wenden. Das ist Willkür. Das wird Ihnen noch leid tun. Nur keine Aufregung. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Und die Kumpels aus den Werkhallen sagen, es steht schlimm. Beeil dich. Leute, was macht ihr hier bloß für einen Aufruhr? Diese Waffenfabrik ist viel zu klein. Die wird nicht nationalisiert. Glaubt mir, der Ingenieur ist im Recht. Ihr müsst ihn reinlassen. Was will er da drin? Wir wollen die 400 fertigen Gewehre verladen. Für den Export. Diese hier? Gib ihm doch die Waffe weg, diesen Scheißkerl. Ich muss Sie bitten, einzugreifen. Das ist unerhört. Herr Stabswachtmeister, ich fordere Sie auf, Ihre Pflicht zu tun. Entwaffnen Sie diesen Mann. Geben Sie die Waffe her. Sämann, ich dachte, der gehört zu uns. Das kann doch nicht sein. Sie ist geladen.
Ich empfehle Ihnen, in Ruhe auseinanderzugehen, meine Herren. Saukerl. Dreckiger Verräter. Das wird dir das Genick brechen. Ich werde dir noch beibringen, was es heißt. Einen Sind Sie wahnsinnig geworden, Semmern? Der Vorsitzende des Nationalausschusses hätte sofort veranlassen können, dass Sie die Uniform ausziehen. Bilden Sie sich etwa ein, Sie würden der Republik damit einen Dienst erweisen? Mit Chaos, Anarchie und Aufruhr. Sie vertreten die Staatsmacht, Menschenskind. Sie müssen die Gesetze schützen. Wenn ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wird, bitte, dann werden wir eben enteignen. Aber vorher nicht, Seemann! Vorher ist es Willkür. Verstehen Sie, ein Verbrechen! Kann sein, ich bin ein schlechter Polizist, Herr Oberleutnant. Vielleicht wäre es besser, wenn ich um meine Entlassung ins Zivilleben bitte. Verstehen Sie mich aber, ich kann die Sache mit meinem Vater nicht vergessen. Nein. Und der, verzeihen Sie bitte, der wäre bestimmt mit mir einverstanden. Ganz bestimmt. Schaltet das Radio ein, schnell! Gottwald spricht gerade auf dem Menzesplatz. Benesch hat unterzeichnet. Wir haben gewonnen, Genossen. Gewonnen. So, Liebling, wir sind da. Kein Aufenthalt, die Koffer nehme ich. Ja, ja. Na, beruhige dich schon. Hoffentlich geht alles gut. Auf Himmels Willen, du schreist nicht. Ach, wenn wir es bloß erst hinter uns hätten. Das wünsche ich auch. Robbie! Robbie, ein Glück, dass du gekommen bist. Du weißt ja nicht, was mit uns los ist. Ach was, das geht jetzt jedem von uns so. Das ist mein Freund Max. Ach, guten Tag. Der Schuppen ist verschlossen. Irgendwas ist hier faul. Alles genau festgelegt. Das schon. Alles ist Nehmen Sie das hier noch mit. Benesch ist umgefallen und Dirtena kam nicht mehr aus dem Ministerium. Statt seiner bin ich hier. Im letzten Moment bin ich entwischt. Ich hoffe, du bist über diesen Tausch nicht böse. Wissen Sie, wie Na ja, so mit dir Maschinen war das Schicksal gnädig. Was weiß das Schicksal ich? Nicht, sondern Max. Nur ein bestimmtes Gewicht ich wollte die Tasche doch noch mitnehmen. Max, der ist auch drin, Max? Das stimmt. Der ist zuverlässig und präzise, wie eine Maschine. Was hat das zu bedeuten? Nichts, nur keine überflüssigen Fragen. Der Oberleutnant leitet die Aktion. Wer mit will, muss bedingungslos gehorchen. Also, Herrschaften, die Autos in den Wald und Sie hier rein. Das Funkgerät ist im Schuppen. Ich habe Verbindung. Wird die Landung bestätigt? Fenster, schnell! Ergebt euch! Kommt raus, aber ein bisschen schnell! Endlich! Ich warte schon auf euch, Genossen. Hände hoch! Und Waffe weg! Seid ihr verrückt? Ich bin Leutnant Schütten, Innenministerium, Sektion 2. Meinen Ausweis habe ich in der linken Brusttasche. Na bitte, überzeugt euch! Das kann jeder sagen. Läuser, nimm ihn fest! Bringt mich zu Boguslav Tschich. Ich bin mit ihm in Verbindung. Er kennt mich genau. Ach, was wirklich? Und was machen Sie dann hier? Ich habe einen dienstlichen Auftrag. Und was macht ihr beide hier? Wegen des Schwarzsenders. Er muss hier irgendwo sein. Loise hat ihn heute wieder gehört. Selbstverständlich. Und ihr werdet euch wundern, wer gesendet hat. Wir sprechen später darüber. Jetzt zur Kreisleitung. Die Arbeitermiliz mobilisieren und den Flugplatz besetzen. Sie erwarten eine Maschine. Verschwindet! Los, rein! Ich rufe euch schon, wenn es soweit ist. Ich habe gesagt, gehorchen! Eine Sportmaschine. Nur für zwei, mehr nicht. Macht nichts. Von diesem Verein haben nur zwei einen Wert für die Zukunft. Ich und du. Das Flugzeug ist nur für uns beide. Das
Soldat, ich wollte aufmachen. Monzer? Ja? Weißt du, was dich erwartet? Was? Wirst du wohl Haltung annehmen? Beförderung. Wir brauchen einen neuen Leiter fürs Polizeirevier. Da musst du schon ran. Ach was, rede nicht. Um ein Haar hätten wir ihn erwischt. Der entkommt uns nicht. Wir kriegen ihn. Keine Bange. Thank you.